Servus Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Wreckfest. Ja, wir sind hier in einem Banger Race auf gemischt Team, kurze Strecke umgekehrt unterwegs. Und ja, da müssen wir noch ein bisschen hier das Setup dementsprechend für die gemischten Strecken anpassen, denn aktuell passt es nicht ganz so. Jetzt ist es besser, jetzt ist alles in der Mitte. Jetzt können wir das ganze Ding auch starten. Und ich sehe schon, die Zielgerade, die sind wir erst vor kurzem gefahren. Oder erst ein paar Folgen her hier. Ich glaube zwei Folgen, da sind wir auch hier entlang gefahren. Oder täuscht das nur? Nee, das täuscht nur. Nee, passt schon, da sind wir lang gefahren. Ist das Rennen, was so dermaßen in die Hose ging. Und jetzt sind wir ja noch kürzer unterwegs. Wie geht denn hier die Schreckenführung? Da bin ich überhaupt noch nie so lang gefahren. Müssen wir erstmal diese Killerbiene da vorne einholen. Generell die Killerbienen hier sehr stark unterwegs. Und wir sind aktuell Meisterschaftsführer und das wollen wir natürlich auch nicht verschenken hier. Dementsprechend hier alles geben. Haben wir uns durchgedrückt und sind somit auf Rang 1. Da kriegen wir zwar einen kleinen Stoß hinten an die Stoßstange, aber das ist alles Hand zu Witt, Leute. Das können wir alles noch gut verdauen. Und da hat sie ihn weggedreht. Da haben wir unser Glück in der letzten Runde nochmal köstlich ausgeschöpft. Und da gewinnen wir das Ganze hier. Jawohl. Von Hermes, den Götterboten, kommen wir hier ins Ziel. Und das ist natürlich wunderbar beendet. Rang 1 und somit, ja, perfekt schon mal aufgestellt hier. Und sogar das noch mit der besten Rennrunde. So kann es weitergehen. Sportventile für den Firefly. Ja, die könnte man auch theoretisch gleich mal nutzen. Wir sind ja hier im Firefly unterwegs. Dementsprechend gehen wir hier auf Werkstatt, Montage. Und zwar Ventile. Da haben wir die Sportventile, die sind auch bereits im Besitz. Da können wir gleich mal weiterschauen. Haben wir sonst noch was, was im Besitz ist? Für den Wagen haben wir ja schon einiges erhalten. Sportauspuff haben wir auch im Besitz. Verändert nicht viel, aber ja gut. Ein bisschen was kann auch ausschlaggebend sein. Hier der Sportansaugkrümmer verändert jedoch schon was. Racing-Kühler. Macht das Auto auch nicht unbedingt schneller. Oder Racing-Luftfilter würde wieder was bringen. Aber die 1000 will ich halt nicht investieren in den Wagen. Mal schauen, ob jetzt der Markt wieder will. Ja, jetzt geht er wieder. Und wir könnten uns theoretisch noch was... Ja gut, jetzt hier schwierig. Aber es gäbe noch Autos, die wir uns definitiv kaufen könnten. Zwar sind die meisten wirklich... Ach schau, der ist europäisch, der Gremlin. Der Gremlin ist europäisch. Wir können ihn zwar jetzt nicht hernehmen, weil es halt ein heckangetriebenes Auto ist. Der hier ist standardmäßig auf B, der müsste dann halt zurückgedrosselt werden. Der Killer BS. Das Ding wäre natürlich auch interessant. Kompakter europäischer Sportler mit Hinterradantrieb. Aber 14.900 ist halt auch viel Geld. Der hier ist einfach auch zu teuer. Wir können uns nur theoretisch den Killer Bee alleine leisten. Und ja, müsste man da mit Motortuning und so weiter machen. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir fahren hier weiter. 2 von 4 Rennen haben wir gewonnen. Jetzt geht es weiter auf gemischt 5. Da ist wieder mehr oder weniger 50-50. Gemeinsam kommt man sowieso immer auf 100%, Leute. Und... ja, da bin ich jetzt schon mal gespannt, wie wir hier performen werden. Wir sind aktuell Erster in der Meisterschaft. Der Zweitplatzierte, nee, der Drittplatzierte der Meisterschaft steht relativ weit vorne. Der Zweitplatzierte der Meisterschaft wahrscheinlich dafür ganz hinten. Ja, wie ich gesagt habe, ganz hinten auch in dem Firefly. Und wir starten das Ganze jetzt hier.
Und die Strecke kennen wir, die Strecke kennen wir und können wir. Also da denke ich mir weniger. Das einzige Problem, was ich dann wirklich habe, ist halt mit dem Driften, dass ich die Fahrzeuge nicht in die Kurve reinlegen kann, weil sie das Ganze einfach nicht zulassen. Und passiert halt sowas, dass man geradeaus fährt. Aber wir sind trotzdem Erster nach der ersten Kurve, dass sowas nur geben kann. Wir fahren hier die geilste Streckenkombi, die es überhaupt nur gibt, hier hoch. Das ist wirklich traumhaft zu fahren. Ich liebe den Streckenabschnitt hier. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Auto, weil man halt nicht wirklich driften kann. Aber ansonsten macht es da hoch schon richtig Laune. Erst recht, wenn dann auch noch die Verkehrsbehinderung dasteht, sage ich jetzt einfach mal. Die Schikanen eingebaut sind, weil die wollen mich ja schikanieren. Ja, da macht das schon viel Laune hier. Wir nehmen schon mal 4 Sekunden auf den Zweitplatzierten in der ersten Runde weg. Inklusive Aufholmanöver am Start. Also da haben wir schon ordentlich was geleistet. Komm, vorwärts, 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 vorwärts. Oh nein, ich liege auf der Seite. Komm, komm. Das kann halt nur wirklich ein Killer-B. Das ist so ein richtig geiler Move des Autos. Es legt sich einfach mal kurz auf die Seite. So ein Antäuscher, so, oh ja, ich bin müde, ich will schlafen. Aua. Und dann geht es auf einmal doch wieder weiter. Und jetzt haben wir halt richtig, richtig was verschenkt hier. Das Auto ist halt auch teilweise richtig schwer wegzudrehen, weil... Wie denn auch? Das Ding hat einen Frontantrieb, der kann sich halt wirklich schön hinziehen. Dann lege ich ihn einfach mal aufs Dach. Und dann kann er nicht mehr mit schön wegdrehen und weiterfahren. Das geht dann nicht. Und ist Niki Panda jetzt auf 2. So, aktuell sind wir knapp wieder 2 Sekunden voran. Im Grunde müssen wir das Ding jetzt nur nach Hause fahren. Es wird sich wahrscheinlich so ein 4 Sekunden Vorsprung ausgehen, vermute ich mal. Hier durch die letzte Kurve sind wir relativ stark durch. Sage ich ja, 4,2 sind sogar geworden. Das ist auf jeden Fall ein Vorsprung, den man akzeptieren kann, und eine 1,03. Da kann man auch relativ stark zufrieden sein. Eine 1,06, so die schnellste Rennrunde war, glaube ich, eine 1,03, oder gibt's das? Ne, passt schon, ich bin ja 1, 2, 3 gefahren, ich war ja weiter unten. So, dementsprechend haben wir das Rennen wieder gewonnen. Wir haben den Straßenmotor für Speedteamen und 2000 Credits bekommen. Ja, schon langsam bekommen wir Teile, würde ich mal behaupten. Renntag 4 von 4, gemischt 3. Kurze Strecke, nicht rückwärts, sondern schön vorwärts. Die fahren wir jetzt und dann haben wir schon mal knappe 1500 von 2000 Punkten. Wir müssen aber auf jeden Fall noch was weiterfahren. Und da hoffe ich mal, dass wir jetzt dann im Nachhinein gleich mal was freischalten werden. Wenn nicht, haben wir ein Problem. So, wir gehen von Startrang. Wo starten wir? 17 ins Rennen. 300 Punkte haben wir, die volle Punktzahl. Wir sind aktuell Meisterschaftsführender. Und jetzt heißt es nur noch hier auf Catalonia das Ganze verwerten. Da schießt sich der Erste mal wieder schön gegen die Wand und wir schlüpfen durch ohne einen Kratzer, ohne eine Berührung, ohne jeglichen Schaden. Auch geil wäre es gewesen, wenn es hier auch nochmal zum Abbiegen wäre. Dann hätten wir eine ganz kurze Variante.
Alter, ist das schon mal ein Vorsprung für die erste Runde. Also über 4 Sekunden, über 5 Sekunden in der ersten Runde schon mal ausbauen. Ist auf jeden Fall extrem krass. Und schon wieder 5 Sekunden. Also die Strecke, die liegt uns. Da haben wir eine Splitzeit von 40,691. Und das geht noch schneller, Leute. Das verspreche ich euch. Die Strecke taugt mir echt, also macht Spaß zu fahren. So, 12,5 Sekunden an sich über die Ziellinie gefahren bin. 40,691, ja, ich habe mich nicht mehr verbessern können, aber ich glaube, es ist trotzdem eine gute Rundenzeit. Wir haben jetzt den Racing-Kühler für den Speed-Demon erhalten, das spart uns Geld, das ist schon mal gut. Wir haben generell auch Geld erhalten und auch EP und somit haben wir jetzt die Kompakt-Karambolage mit Position 1 und den vollen Punktzahl beendet. So, ich habe da kein Auto im Besitz. Und hier ebenso dasselbe. Dementsprechend werden wir uns ein Auto auf Klasse B hochtunen. Und zwar ist die Frage, welchen nehmen wir hier? Wobei der Bohrwagen ist doch B, oder? Ne, da ist jetzt auch A. Gut, lieber Rocket, du bekommst ein Motor-Upgrade. Ich hoffe, es klappt schon soweit. Naja, Rennmotor, das geht sich noch nicht finanziell aus. Die Sachen, die was ausmachen, die haben wir noch nicht freigeschaltet. Wobei, warte mal, Montage. Wenn ich da auf einzelne Bügel gehe. Ne, ich will hier einzelner Bügel. Da komme ich dann schon langsam hier auch in die Klasse rein, wo ich hin möchte. Schwerer Rammbügel und hinten auch ein Rammbügel. Vorne auch den Rammbügel, dann bin ich auf B70. Dann können wir hier auch dementsprechend in der Karriere an den Start gehen. Und zwar hier, Asphaltabracker, Rennen 0 von 4, beziehungsweise hier Destruction. Oder, da weiß ich, wie man es machen. Bei Destruction weiß ich schon, wie man das Ganze angeht. Aber erstmal hier Asphalt 1, volle Strecke. Da werden wir auf jeden Fall heute noch ein bis zwei Rennen fahren in dieser Meisterschaft. Und wer weiß, vielleicht haben wir dann auch genügend Punkte, um eben die 2000er Marke zu knacken. Mit der und der nächsten Meisterschaft, wobei es könnte sich ausgehen, Leute. Es könnte sich definitiv ausgehen. Wir müssen halt hier jetzt wirklich wieder alles gewinnen. Dann ist da auch alles drin. Oder sind schon andere Kaliber mit dabei, auf die wir achten müssen. Da sind Gatecrasher und alles mit dabei. Geil, eingedreht, um eigentlich einen Platz nach vorne zu kommen und dann sogar noch insgesamt einen verloren. Deine Stoßstange schleift, Kollege. Ich würde ihn mal besser wieder dran kleben. Butterfix, da hält alles. Schön die dahinter mitgenommen, so muss das. Dann haben wir vor uns, glaube ich, einen Gremlin und einen Bel Air. Jetzt ist nur noch der Hehehe vor uns.
Platz 2 hier wäre an sich schon mal mit dem B170 Auto nicht schlecht. B geht ja weit über 200, also ich glaube bis 240 geht B. Dementsprechend, ja, wäre das schon ein gutes Ergebnis, also da könnte ich nicht jammern. Da ist der Gremlin hinter mir relativ böse unterwegs, der Clubsport. Das dachte ich schon, er nimmt mich hier innen mit. So böse, wie ich hier reingestochen bin. Sorry Leute, ich muss mich gerade wirklich konzentrieren, dass ich da nach vorne komme. Das ist wenigstens mal eine Herausforderung. Wir sind zwar angekommen, aber es reicht halt nicht. Sind halt immer noch 2,1 Sekunden, die wir hier Rückstand haben. Aber immerhin war es 2 und somit ein Mustang-Doppelsieg. Das darf man auch an dieser Stelle nicht vergessen. Ob es die schnellste Rennrunde war, bezweifle ich. Wobei, doch, war sie sogar. Wir haben die schnellste Rennrunde behalten. Wobei der Clubsport hinter uns dann doch relativ nahe gekommen ist. Und ich würde sagen, wir bauen unseren Wagen nochmal ein bisschen um. Denn so haben wir aktuell nicht wirklich Chancen auf den Sieg. Dementsprechend hier auf Montage. Ne, nicht Montage, Anpassung. Und da einfach mal zurückgehen auf Stock. Das bringt halt alles nochmal ein bisschen was. Dann sind wir dann nämlich schon um einiges höher. Die vordere Stoßstange muss bitte auch noch weg. Und beim Fenster, das Gitter kommt auch weg. Da sind wir schon mal knapp auf 200. Dann dürfte das Rennen hier auch nochmal besser gehen. Wir müssen halt wie gesagt aufpassen, weil die wollen uns natürlich tot sehen. Das ist schon mal ganz klar. Und dementsprechend hier mit dem Rocket auf B191 auf Asphalt. 3 kurze Strecke mit relativ viel Geraden, sage ich jetzt mal. Dürfte man glaube ich schon einen relativ guten Vorteil haben. Ich weiß es nicht, es ist nur eine Vermutung. Ich muss auf jeden Fall das Setup noch ein bisschen auf Asphalt anpassen. Jetzt auf komplett steif, normal, und da lassen wir offen, das passt schon. Oder halt mittel gestellt. Wir sind ja auf einer tatsächlichen Rennstrecke und da kann ich auch die Performance hier meines Autos relativ gut nutzen. Ja klar, da biegen wir nochmal beabsichtigt ab, ist gut. So, Position 1 ist jetzt natürlich mit 6 Sekunden wieder weit weg und das ist auch der Meisterschaftsführende. Dementsprechend nicht ganz so gut. Der Schlüpfen mit seinem Mustang immer relativ gut durch. Also wir haben schon einiges eingesteckt. Aktuell Platz 4, also Platz 2 soll schon wieder das Ziel sein. Fahr jetzt da rum, du Idiot! So, Platz 3 haben wir. Also würde ich hier nicht die meiste Zeit blockiert werden, würde sich da deutlich eine bessere Position ausgehen.
Also man sieht jetzt schon wieder fast 2 Sekunden zugefahren. Hier über die Kuppel drüber ist natürlich ein bisschen böse. Gut, immerhin noch auf Platz 3 übers Ziel gerammt worden. Wenn man es anders nicht schafft, hier auf Rang 3 dahin zu kommen, ohne irgendwie größere Probleme mit sich zu nehmen, müssen wir es dann so machen, es hilft halt alles nichts. Ich würde sagen, ich setze hier nochmal fort. Wir haben jetzt Sportnockerwellen für ein Speed-Demon erhalten. Und ich würde sagen, das war es jetzt an dieser Stelle für die Folge. Wenn es dir gefallen hat, wäre natürlich nämlich nach oben so wie ein Abo, eine Weiterempfehlung super. Ich bin jetzt einfach raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.